Ja, hey. Willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Gaios Geschichte Nummer 4. Ehrlich, ihr könnt ruhig weiterlaufen, ne? Hier. Ja. Piss dich. Ja, wir haben Gaios Geschichte Nummer 4 in der letzten Folge erledigt. Und ja, wir machen jetzt wieder einige Charaktermissionen, weil wir haben irgendwie noch 10 Stück oder so offen und die will ich natürlich alle erledigen, ne? Macht Sinn, oder? Aber erstmal zum Geschäftlichen. Ja, langsam wird das immer weniger. Boah, geil. Okay, gibt's wieder neue Sachen? Oh, stimmt, hier sind wieder neue Sachen. Ja, die nehme ich mal wieder an. Wer weiß, ob mir die begegnen oder nicht. Kann man ja nie wissen. Oh, ich habe gar keine. Ich dachte die ganze Zeit, egal. Dann, wieso habe ich die nicht erledigt? Egal. Mach mal Charaktermission. Und ich habe mir ein neues Ziel genommen. Und zwar möchte ich die Folgen immer so lange halten, wie die Charaktermissionen lange sind. Da wir so viele haben. Das heißt, wenn ich irgendwie Pech habe, irgendeines irgendwie nur so 10 Minuten lang, dann mache ich auch nur einen 10 Minuten Part. Weil, keine Ahnung, ich möchte nicht zwei Charaktermissionen in einer Folge reinpacken. Weil, ja. Passt dann irgendwie besser. Wenn dann natürlich dann auch so kurze Videos sind, dann werde ich versuchen, ob ich zwei oder so pro Tag mal raushaue. Ich hätte vielleicht nach Trigger gehen sollen und im Briefkasten gucken sollen, aber egal. Ja, das ist so mein ungefährer Plan. Also wenn jetzt irgendwie nur 10 Minuten nur so geht, dann ist der One League. Weil da ihr jetzt schon die Videozeit sehen könnt, ist das sowieso vollkommen egal. So. Ist ein bisschen schneller. Ja, dann ist er wenigstens ein bisschen geordneter. Ich könnte natürlich auch zwei Charaktermissionen in einer Folge packen und so, aber lass mal. So, Muse. Okay, und oh Gott. Ja, ist doch mein Bild irgendwie. Sehr schön. Kann ja nur gut werden. Muses Geschichte Nummer 4. Muse punktet. Okay. Okay, everything's all set. But what exactly are you hoping to accomplish with this? Do you really want to know? On second thought, forget I asked. Well, whatever you do, just make sure to clean up your mess. Hey, good timing. Get everyone over here on the double. Das wird kein gutes Ende nehmen. Alles klar, gib mir einen Augenblick. Gedanken sind da, um nur gedacht zu werden, Lütka. Why did you gather us all here? Luger said it was urgent. Please try to remain calm, everyone. Sometime tonight, the city will be attacked by a monster. A monster, huh? Why would a monster just appear out of the blue like this? I don't know. That's why it's serious. But now that we know it's coming, I think we have an obligation to protect the people of the city. I, too, do not wish to see the city damaged. Yeah, we gotta do everything we can to help. Plus, it's a pretty sweet scoop. So, how'd you find out about this? From a reputable source. And that would be... Sorry. Off the record. Look, just trust me, all right? Regardless of the source, we have nothing to lose from strengthening the city's defenses. Yes, precisely. We should split into two groups to patrol the city. Okay, in that case... Mila and I shouldn't be in the same group. We're the only two spirits here. It's for the best if each group has one, right? Sure. Ich rate Gaios oder eine Person nach Wahl. Ich wähle noch eine weitere Person für deine Gruppe aus. Okay, Gaios ist schon wieder dabei, ist klar. Bams. Jude. Weiß ich nicht. Passt dann noch in die Gruppe rein? Nehmen wir Elise einfach. Diesen Gruppenliedern fortfahren. Ja, warum nicht?
planned it. Oh mein Gott, das sieht so gruselig aus. So. Was hast du vor, Mirse? Sie hat mehr Herzchen als Elise? Was? Weil ich ja da gerade zugestimmt habe, oder was? So, und jetzt? Sieh die Stadt an. Ja, sie ist sehr schön. Geil. Okay. Sieh die Stadt an, du... Ey. Schick mich doch nicht immer irgendwo vollkommen anders hin. Ja, schön aus bei Nacht hier. Irgendwie gruselig. Vor allem mal diesen verdammten Mond mit dem Fötus da drinne. Ist überhaupt nicht gut. Okay. My, what a relief. Looks like everything worked out. Everyone's safe. I'm glad everyone's okay, but something about this creature seems off to me. No. What? What? It's gone berserk. Stop it. Jo, alles klar. Was hat der losgeritten? Gentle Druide. Ja, genau. Okay, Marksburg. Marksburg, ist klar, Marksburg. Du bist resistent gegen Licht. I didn't want for this to happen. Is this your doing? Du bist gegen nichts anfällig, stimmt. Da, komm her. Oh, sehr gut. So und zack. Verdammt. Verdammt. Ach, ist vorbei. Ich dachte, warum ist denn das schon vorbei? Ey. Warum ausgerechnet gegen so ein Viech, ey? Aufstehen. Oh, tschüss. So. Dämonenchaos. Ja, ich weiß, mein Command ist voll, aber wegen Plot möchte ich es vielleicht nicht so oft einsetzen. Falls überhaupt. Ich hätte es schon ein paar Mal eingesetzt. Ich glaube nicht, dass irgendwie was passiert, wenn ich das einsetze, aber trotzdem. Bei richtig wichtigen Bosskämpfen, wo ich auch in Schwierigkeiten gerade, könnte ich die halt mal einsetzen, aber jetzt brauche ich das nicht. Na, fall er um. Hast du eigentlich noch richtig beschissene Waffen ausgerüstet habe? Wahrscheinlich ja wegen meiner Trainingseinheiten und so noch. Also nicht Trainingseinheiten, aber. Ja, das jetzt zum Beispiel. Aber ja, weil ich ja killt habe wieder ein paar Monster. Verdammt. Und zack. Du hast einmal eine Genki-Dame auf der Viech. Nee, sieht eher aus wie ein Todesball. Von Frieza. So, ist gleich schon kaputt. Was? Hat der gerade geschossen? Was zum... Okay. Ja, kaputte Uhr. Drückte schon etwas graviert. Halt die Hand, die Zeit zurück mit dem Speer auf. Die Hand, die Zeit zurückdreht mit dem Speer auf. Okay. Cool.
Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr mit Muse hier arbeiten. Jetzt, wo ich natürlich ihre Story mache. Machen wir mal. Vergisst man halt leicht, ne? Hm. Jetzt machst du wieder irgendwas, ja. Fährt so ein Laser, ey. Das kann ich nicht so packen, ne? So, komm her. Voll spät, ey. Ah, ich bin gelebt. Aha. Und verwirrt. Nicht schön. Nein. Kaius. Und auf volle Möhre hier so eine Einäscherung auf uns ein. So, mach mal irgendwas Gutes. Heilung, Heilung, Heilung. So, ist schon. Und jetzt Todesball. Dsch. Hey, bin verwirrt. Au. Ludger, was soll das? Oh, spammen wir mal das hier auf ihn. Ist schon durchbrechen. Verreck. Verreck. Jawohl. Okay. Geiles guckt böse, er hat wahrscheinlich eine Ahnung, was da vorgefallen ist. Muse, was this your doing? Well, Muse, I'm sorry. You went too far this time. This is serious. People could have been hurt. And what happened to the whole sweet scoop thing? I'll be quiet. Ich weiß, was es damit auf sich hat. Das war alles Muses Schuld. Was? Was soll ich das sagen würde? Hallo? So, you're saying she did this just to get closer to us? Well, your plan backfired a little. You all get along so well with Mila. I thought this would make you like me more, too. Sorry. No. I'm the one who should apologize. Forgive me. Mila. Despite your scheming, you were only trying to impress me. Next time, how about we discuss your plans first? Yeah, I guess we'll give you a pass this time. It's kind of sweet, in a really weird way. I really do want to become good friends. Really? Guess you'll get some peace from Muse's mind now. I'm not blind. She may be obsessed with Mila now, but at least she's moving forward, trying to live her life. Not that I ever want to go through this again. What? Was war das denn? Was war das? Jetzt habe ich Angst. Being near you has made me feel all light and floaty. It's a warm and ticklish feeling. I didn't even know that I could feel like this. If I had never met you, I bet I'd never know this feeling at all. Luger, I'm only going to say this once. For being with me. For looking at me the way you do. Thank you. Okay. Süße Knödel, was? Irgendwas? Keine Gnade, Muse.
Okay. Okay, fehlt aber noch ein Herzchen. Hey. Muse hat irgendwas. Ein Buch mit dem Muse Zugang zur Fertigkeit besonders verbundene Art hält. Besondere verbundene Art, meine ich. Wenn das Ding besser ist, ne? Glaube ich zwar nicht, aber. Verdammt. Ja. Dann Fertigkeit. Wo ist es? Hier. Auf 40. Wenn bei Ludger und Partner spezial aktiviert ist, verbundene Art, mystische Art, bei einem verbundenen Art erzweigt. Ach, genau wie bei Dinge. Was? Genau wie bei Jude und Mila? Was können die jetzt auch ein verbundenes Ding machen, oder was? Schnell verbundene mystische Art. Gleich. Bei einem verbundenen Art R2 gedrückt halten. Okay. Das ist aber interessant. Geil. Ich brauche Geld. Gehen wir mal nach Trigel von uns unser Paketchen ab und am Ende bei einem Part, würde ich sagen. Ohne Jacke, Gaius. Mein Gott, warum kann jeder Jacke aussehen? Ohne Jacke kommt das Flammenemblem viel stärker zur Geltung. Fest mal. Und das war's. Sehr gut. Was für ein Flammenemblem? Seine Hose oder was? Ach so, okay. Ja, super. Dann würde ich sagen, den Part kann ich beenden. Ich weiß immer noch nicht, was dieses erschreckende Gesicht ganz am Ende war, aber ich habe jetzt Angst. Mal gucken. Ist irgendwo noch was? Nein. Okay. Würde ich sagen, ich beende den Part hier und. Wir sehen uns dann in der nächsten Charaktergeschichte, in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.